Ne, das ist nun mal ein Fazit. Nein, nicht ein Fazit, sondern eine Tatsache. So. Ach Gott. Heute Abend kann ich auch mal wieder nicht denken. Oder nicht das aussprechen manchmal, was ich gerne will. Aber egal. Aber. Ne, ich sag jetzt auch nicht, die USA ist jetzt hier voll bösen und sowas, ja. Weil, A, ist es mir Schnuppe, dass sie meine Daten haben. B, ist, die tun es ja zum Teil halt einfach nur zu ihrer eigenen Sicherheit, weil die USA ist nun mal eine Weltmacht und alle wollen Kuchen, ein Stück von Kuchen von dieser Weltmacht. Und, naja, dadurch gibt es halt auch viele Feinde für die USA und, darum müssen sie sich halt auch irgendwo irgendwie schützen. Ne, dass das nicht alles da nur zum Sinn und Zweck der eigenen Sicherheit dient, ist ganz klar. Ne, zum Teil halt auch zum Marketing, Forschung, Gedönsdinger. Aber zum Teil werden da halt auch einfach nur die Daten einmal kurz geguckt. Ja, was ist das? Ne? Und dann wird das wieder weggeschmissen oder verschlossen oder abgespeichert. Na und? Dann wissen die halt, dass ich gestern telefoniert habe. Wen kümmert's? Weißt du, das ist, wenn die nun meine Daten haben, jetzt so speziell bei mir persönlich, weil es mir egal ist, ne? Ich kann natürlich verstehen, dass bei euch irgendwelche Daten nicht egal sind und so weiter und so fort, kann ich alles nachvollziehen, irgendwo, ein Stückchen zumindest, nur, denke ich mir so, dann haben sie halt meine Daten, sollen sich mit Gigs freuen und fertig ist die Kiste. Ach ja, das brauche ich gar nicht versuchen, hier so gegen so ein Skelett hier, so gegen den Strom anzukämpfen und so weiter. Das klappt ja nicht so gut. So, einmal kurz ein Brötchen. Ja, schieß mich doch, ich muss ja ein Brötchen knabbern. Aua. Ja, ja, so ist das. Aber es ist ja nicht nur die USA, die hier ausspioniert. Es ist ja auch Deutschland selbst, die halt immer mal wieder irgendwo was ausspionieren und da können sie auch nicht großartig leugnen und sowas. Ich meine, ich habe dafür keine Beweise, aber wir alle wissen es, dass wir überwacht werden. Wir wissen es. Und das reicht. Ich meine, an Gerüchten ist meistens immer irgendwas dran. Und das immer zu Recht. Ach ja, ich finde es schon wieder schön, dass ich mich mal wieder verlaufen habe. Da war ich doch gar nicht so weit jetzt weggelaufen. Oder doch? Es könnte auch mal wieder Tag werden. Und ich habe jetzt inzwischen so viele Höhleneingänge gesehen, weißt du, die könnte ich auch mal gerne untersuchen. Aber ist gerade schlecht. Funktioniert gerade nicht so gut. So. Wir müssen immer noch weiter nach rechts. Irgendwie. Hier haben wir auch irgendwo so eine Schlucht. Hallöle, geh weg. Aha. Kein Creeper. Dann kann ich ja hier mal runter gucken. Oh, mit Mine. Warte mal. Machen wir auch nochmal einen Wegpunkt. Schlucht. Okay. Und auch ausschalten und weiter geht's. Für irgendwann mal. Wenn wir mal wieder auf Höhlentour sind. Ich hatte mir auch überlegt, dass wir auf Goldtour tatsächlich dahin gehen, wo wir unseren tollen Minenschacht da gebaut haben, so mitten im Berg rein. Der soll ja auch eine Funktion haben. Der muss ja auch nochmal irgendwann ausgebaut werden und so weiter und so fort und blablabla. Und ja, mal gucken. Kriegen wir schon noch alles hin. Alles nur eine Frage der Zeit. Und inzwischen geht auch die Sonne auf. Ich bin hin und weg. Ach ja. Oder mussten wir in diese Richtung? Ha. Ich bin voll und ganz verwirrt. Oh Gott. Das ist ja schon wieder scheiße gelaufen hier. Waren wir nicht im Plusbereich, was die X-Achse angeht? Müssten wir eigentlich, oder? Ha. Dann gehen wir halt noch mal ein paar Kilometer
Ist ja nicht so, dass wir das nicht können oder so. Nein. Können das ja, gar kein Problem. Habe ich ein Boot? Das wird jetzt hier so ein bisschen was vereinfachen. Ich habe natürlich kein Boot. Gut, dann machen wir mal Folgendes. Dann nehmen wir hier mal die Steinkante. Und dann machen wir uns halt ein Boot. Dann werden wir mal wieder eine Bootsreise machen. Ne, reicht ja nicht, dass wir das zum Anfang des Let's Plays hatten. Nein, wir machen das immer mal wieder. Immer mal wieder, wenn Zeit dafür ist. Einfach aus Nostalgiegründen und so. So. Dann, na, Holz. Zack. Und nochmal so. Dann können hier die Pilze erstmal weg. Setzen wir das hier hin und machen uns ein Bötchen. Zack. Und dann nehmen wir auch die Stingens wieder mit. Nur für den Fall eines Falles. Was kann denn jetzt dafür weg? Ja, hier kommen die Knochen. Brauchst du jetzt nicht. Ah, da sind die Quallen. Die fressen mir dann wieder das Boot auf. Ich sehe das schon kommen. So, hier hin und durch da. Ab durch den Sumpf. Mit Highspeed. Yeah. Nicht gegen die Seerosen. Achso, ich vergesse immer, dass ich die hier gerade kaputt mache. Was? Jetzt hat's das Boot zerschellt. Ist ja ein tolles Boot gewesen. Qualitätsboot. Kann ich nur empfehlen. Ah. Eine Rückreise mit Hindernissen. Ich muss mir ehrlich mal die Koordinaten aufschreiben von meinem Zuhause oder halt auch mal einen Wegpunkt setzen, was ich inzwischen hätte machen können. Aber nein, ich bin mal wieder zu doof dafür gewesen. Ah. Das passiert aber auch nur mir immer. Ehrlich. Halt, nein. Wir müssen in diese Richtung. Weil wir waren nicht so hoch im Minusbereich. Wir waren bei 300 oder sowas im Minusbereich. Niemals so weit. Never. Gut. Dann holen wir uns hier nochmal so ein bisschen Holz weg. Halt, wir haben eine Axt. Warum nehmen wir dann nicht einfach die Axt? So. Machen wir ein bisschen was von Holz weg. Machen auch mal die Axt kaputt hier. Ne? Braucht man ja jetzt im Moment nicht. Und Sumpfbäume, mein Gott. Da werden auch die Baumfreunde jetzt hier mal, ne, ein Auge zudrücken müssen. Sumpfbäume sind jetzt nicht so überlebenswichtig. Davon gibt es hier genug. Auch wenn die Axt hier relativ lange hält. Dank der Mod. Die Timmermod. Einfach unentbehrlich. So. Gleich so ein bisschen Holz einsammeln und dann mal gucken. Lauf schneller. So ein paar Bäume können wir noch. Ein paar gehen noch. Ein paar gehen noch kaputt. Ein paar gehen noch. Ein paar müssen noch kaputt. Ich bin so der fantastische Dichter und Sänger. Also ich bin einfach so vollkommen überzeugt von mir selbst, ja. Also ich muss jetzt unbedingt in den Recall von DSDS. Wenn nicht, muss ich weinen. Nein, sorry. Ja, also, ne? Weißt du Bescheid. Ach, wie lange hält denn die Axt noch? Ist es denn wahr? Also das erste Mal, ja, hier, jetzt weißt du was, hier, schmeiß doch die Axt weg, hier ist mir auch jetzt auch egal. Ich will doch nur so ein bisschen Holz. Nur so ein bisschen. Nebenbei sammeln hier wir das ganze Holz wieder ein hier und guck mal, wo wir jetzt gefällt haben. Da hinten irgendwo haben wir noch gefällt. Aber wir können eh nicht mehr so viel Holz einsammeln. Aber ein bisschen. Da liegt noch ein bisschen Holz. Hier liegt noch ein bisschen Holz. Jetzt können wir nichts mehr einsammeln, aber wir können noch so ein bisschen was in Holzbretter verwandeln. Dann können wir wieder ein paar Holzblöcke einsammeln. Ja, ich weiß, ich könnte die Setzlinge mitnehmen, aber
Ah, gar gut. Für die Baumfreunde. Für die Baumfreunde. Yay. Scheiß auf den Apfel hier. Setzlinge. Setzlinge. Für die Baumfreunde. Yeah. Setzlinge auf Toteldoom. So, haben wir es bald? So, es reicht jetzt. Das, weißt du, dann sieht man so aus dem Augenwinkel noch so einen Setzling. Und dann heißt es wieder, ja, bei da und da und da hast du Setzlinge übersehen. Das geht auch nicht. Ja, okay. Bevor ich dann hier zugeflamed werde. Oh nein, ich habe Holz übersehen. Du mich auch. So. Jetzt ist mir aber wirklich egal. Wir ziehen jetzt einfach nach da hinten irgendwo hin. Und dann wird das schon irgendwie. Muss. Wir haben keine andere Wahl. So. Haben wir mal das. Dann machen wir mal so. Haben wir ein Boot. Freuen uns einen Keks. Setzen das hier hin. Setzen das hier hin. Genau. Und nehmen die Werkbank wieder mit. Und nebenbei. Ich finde das Brot weg, das ist ja herrlich. So, ich wollte doch nur ein Brötchen knabbern hier. So, jetzt aber. Voran hier mit Highspeed. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so weit Richtung Westen gelaufen sind. Aber naja. Wenn die Karte das meint, dann wird das wohl so sein. Ach so, ja klar, hier habe ich vorhin den Baum abgeholzt. Ich wollte schon sagen, warum ist denn da ein Setzling? Aber es ist ja alles richtig. Hier die Seerosen mal weg, damit ich das Brot mitnehmen kann. Seerosen können wir uns irgendwann noch holen. Gut. Dann jetzt hier über den großen, kleinen See. Meer, keine Ahnung. Abwarten. Einfach mal so ein bisschen diagonal hier fahren, obwohl, nee, nicht diagonal, sondern einfach nur auf der X-Linie, weil wir müssen die hohe Zahl verringern, und zwar enorm. Wir wohnen nie und nimmer so weit weg. Allerdings darf ich die Zahl auch nicht zu niedrig machen, sonst komme ich zu meinem Spawnpoint. Und das ist nicht da, wo ich hin will. Jetzt die genau, die Y-Linie, es müsste ungefähr auf der Höhe von der Wüste sein und dem Schiff, das ich gebaut habe. Wenn ich mich nicht irre. Ich meine, es ist so auf 800 gewesen. Können wir hier nochmal so ein bisschen tiefer. Wir schaffen das schon irgendwie. Oder ist das in die Richtung, geht die Zahl höher, ne? Ja. Nee, dann war es im Minusbereich. Ist halt auch ein bisschen seltsam, weißt du, dass die Y-Zahl, also Y-Koordinate, halt, wenn wir nach oben schwimmen, niedriger wird in dem Fall, also noch weiter in den Minusbereich gerät. So, jetzt müssen wir auf Wüstenhöhe sein. Also mit Wüstenhöhe meine ich halt die Wüste, wo ich da mein Schiff gebaut habe. Hm. Gleich stellt sich raus, ja, hier, ne, muss doch in die andere Richtung. Dann fresse ich aber keinen Besen. Und auch wenn es nicht so sein soll, dann fresse ich auch keinen Besen. Ist nicht so mein Ding. Ne, auch wenn ich ein sarkastisches Arschloch bin, aber einen Besen fresse ich nicht. Ist nicht so mein Ding. Nee. Viel zu viele Spinnenweben dran und sowas. Und ich mit meiner Spinnenphobie hier, ne, also. Kannst du schön knicken. So, da hinten haben wir wieder Land oder zumindest ein Stückchen Land. Können wir hier drum rumfahren vielleicht. Oh, das sieht nach mehr Landmasse aus. Na, mal gucken. Einfach nochmal ein bisschen rumschwimmen hier. Wird schon. Okay, das war's mit der Meerlandmasse hier. Das ist jetzt auch nicht unbedingt die Welt. Ach ja, dazu diese schöne, fröhliche Musik. Yeah.
Also ihr könnt es gerade nicht sehen, wie ich so mit meinem Kopf so hin und her wackel, ne? Aber müsst es euch vorstellen, so. Ha, 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 ha. Ne? Also so vollkommen deppert, so. Oh. Wie weit ist es noch? Ist es noch sehr weit? Ich will nicht, dass es sehr weit ist. Oh. Ich muss mir angewöhnen, mehr Wegpunkte zu setzen. Sagt nicht, es ist der Ort, wo wir schon mal waren. Obwohl, es kann gar nicht sein. Nee, das kann nicht die Insel sein, wo wir mal drauf waren für ein Dingens. Um Bäume abzuholzen. Das glaube ich nicht. Ah. Na gut, bevor ich jetzt hier noch weiter rumreise, würde ich sagen, ich mache eine kleine Aufnahmepause. Und lasse mein Boot auffressen. Na super. Woanders hin. Und gucke mal nach den Koordinaten, wo wir denn zu Hause sind und sowas. Bevor wir jetzt hier noch weiter rumirren und dann eventuell starten wir schon gleich zu Hause. Mal gucken, also je nachdem, wie weit es weg ist. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, viel Spaß euch noch. Tschüss.